herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Virgin Adventures. Und heute geht es mal wieder ab in den Simulator-Modus und zwar mit dem Jagdpanzer 4. Ich habe ein recht schönes Gefecht für euch auf Normandie. Eine kleine Killtour mit ihm. Ich habe ihn mal als Jagdpanzer ausgefahren und auch den Namen alle Ehre gemacht. Und bin einfach mal rumgebrettert wie eine Wildsau und habe die Sau rausgelassen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das müsste ich euch nicht vorenthalten. Leider Gottes habe ich schon ein Video fertig gehabt mit dem Jagdpanzer, mit demselben Gefecht, habe es hochgeladen und YouTube hat Pixelkacke draus gemacht. Danke YouTube. Deswegen habe ich mir mein Replay rausgesucht, habe alles Störende weggemacht und drüber kommentiert. Ich habe Themen angesprochen, die mir ja im Moment so etwas beschäftigen, was meinen Kanal betrifft, deswegen sabbel ich ein bisschen viel. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber hört mir doch einfach mal zu mit einem Ohr und genießt dabei das Gefecht. Der Jagdpanzer 4 macht im Simulator-Modus eine recht gute Figur, wie ihr auch gleich in dem Video sehen könnt. Er macht ziemlich viel Spaß und der Jagdpanzer 470 ebenfalls. Ich habe schon mal ein Jagdpanzer 470 Video gemacht. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Zu den Panzer, Jagdpanzer 4 können wir sagen, er hat eine 7,5 cm Kanone. Wir haben eine Nachladezeit, je nachdem wie ihr die Kugel geskillt habt, Entschuldigung, von 7,2 Sekunden. Wir haben eine Wannenpanzerung, eine Turmpanzerung im Frontbereich, die mit 60 mm angegeben ist, aber durch unsere ganzen Schrägen auf 90 mm erhöht wird. Und wenn wir ihn dann auch anwinkeln, kriegen wir eine Panzerung von über 100 mm zustande. Beachtet aber dabei bitte, dass die Kanone sich nur in einem bestimmten Winkel ausrichten lässt und wenn ihr euch zu weit winkelt, könnt ihr nicht mehr auf den Gegner richten. Wir haben eine Durchschlagsleistung von 135 mm mit der Standardgranate. Wir können auch eine Panzergranate 40 auswählen. Da kommen wir mit sogar über 170 mm. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Hier ist die Panzergranate 40, 176 mm auf 100 Meter. Damit könnt ihr dann schwer gepanzerte Ziele ausschalten, wenn ihr mal laut hier gematcht werdet. Aber ich spiele jetzt diese Runde nur mit der Panzergranate 39 und komme damit sehr gut zurecht. Wir haben eine Masse von 24,5 Tonnen, eine Motorleistung von 30 PS und bringen laut Gaijin 40 km/h auf der Piste. Ich sage extra laut Gaijin, weil ihr wisst, wie es so ist in dem Spiel mit den km/h-Zahlen. Da übertreibt Gaijin mal ab und an. Na, nicht jeder Panzer fährt mit 80 km/h durch die Gegend. Ich denke, das weiß jeder. Aber er ist im Gelände echt gut unterwegs und ich denke mir, er macht viel, würde euch auch viel Spaß machen. So, es ist ein Panzer, der sich jedenfalls lohnt zu erforschen, mit dem man echt gute Ergebnisse erzielen kann und ja, mit dem Content gut weiterkommt. Genug gesabbelt, ich sabbel euch gleich noch genug die Ohren voll. Ich wünsche euch viel Spaß auf Normandie. Mein erstes Replay-Video, was ich überkommentiert habe, nehmt mir bitte ja nicht so übel, dass ich so viel laber. Ich wünsche euch viel Spaß im Gefecht. Bis gleich. So, willkommen auf Normandie in diesem wunderbaren Replay. Mein erstes Replay, was ich euch überkommentiere. Wir machen mal den ganzen ja, sinnlosen Gedöns hier so weit weg. Ja, ist eine schöne Runde, die ich da mit meinem Jagdpanzer 4 für euch ja, erspielt habe. Ich habe das aufgenommen als Video. Ich war erst live da am Reden, habe auch mich unterhalten mit euch über meinen Kanal und all sowas. Aber dann ist das Video auf YouTube hochgegangen und YouTube hat wieder, naja, die haben wohl wieder alle gesoffen da und das Video ist echt total für die Tonne. Wirklich, das war alles so wunderbar. Ich habe mich voll gefreut. Und naja, wie es denn so ist. Ihr seht schon, da vorne kommen zwei am 18. Die sehen wir nicht. Ihr müsst euch diese roten, ne, diese Markierung wegdenken. Das ist ein RB-Gefecht und selbst da habe ich noch nicht gesehen, dass da ein M18 stand. So, ich fahre aber trotzdem straight drauf zu, weil ich mir denke, pff,
Was soll denn passieren? Naja, nun gut. Jetzt kommt der M18. Setzt einen Schuss drauf. Und, ja, hab da vorne genau auf die Hauskante, wo der Treppenaufgang ist, hingesammelt. Hab da nicht beachtet. Bin schon längere Zeit kein Simulator mehr gefahren, dass die Granate halt von der... Also man guckt durch die Richtschützenansicht und die Granate fliegt von unten rechts auf den Panzer zu. Ja, jetzt kommt gleich noch so eine schöne Situation. Na, ihr seht schon, hier geht es ordentlich zur Sache. Ich ignoriere das zum Teil. Da ist eine Su-85. Ich habe erstmal gar nicht gesehen, wo überhaupt der Schuss herkam und habe das Gebiet da oben abgesucht. Wir können auch mal irgendwo hier zur Ansicht der Spieler wechseln. So. Na? Also jetzt haut die Su ab. Ich schieße. Und die Su ist in Deckung. Jetzt weiß ich aber nicht, dass die Su da unten runtergefahren ist und suche hier oben das ab. Wie gesagt, man hat ja keine Plaketten, gerade im Simulator-Modus nicht. Der hat mir übrigens Getriebe rausgenommen. Und den Armkommandanten. So. Da ist die Su 85. Da steht auch ein M18. Habt ihr gesehen? Den habe ich auch nicht gesehen. Aber da kommen wir gleich noch zu. So, da probiert die Su den nächsten Schuss. Zack. Diesmal habe ich einen Treffer gelandet, aber leider war die Granate zu schwach, um mehr Schaden anzurichten. Die Su war halt auch gut angewinkelt. Hat mich überhaupt gewundert, dass die Granate in den Kampfraum eingedrungen ist. So, jetzt ignoriere ich die Su 85, weil mir das ein bisschen zu blöd wird. Den Cromwell 5 da oben habe ich auch nicht gesehen. Den M18 sehe ich immer noch nicht. Aber der wird mir gleich markiert. Den Schuss habe ich natürlich gesehen und weiß, ah, da ist was. Da hat mir ein Kollege von... Jetzt gucke ich erstmal. Und in der Aufnahme habe ich gesagt, nicht, dass mir das hinter mir schon einer steht und den Popus schießt. So. Da oben steht der Cromwell. Der hat mich zum Glück nicht gesehen. Jetzt weiß ich, vor mir sind welche. Die Su 85 fährt da lang. Die habe ich nicht gesehen. Ist schon so krass, was man dann so sieht in der Replay-Aufnahme. So, jetzt sage ich Hallo zu 18. Der ignoriert das total. Ah, okay, doch nicht so ganz. So, ausgeschaltet. Die Su 85 ist weitergebrettert. Hat mich total ignoriert. Wir sind quasi aneinander vorbeigefahren. So. Und ich komme auch gleich noch darauf zu sprechen, was ich mit meinem Kanal meinte. Es gibt da so eine Sache, die mich ein bisschen bewegt. So. Da möchte ich nochmal mit euch darauf zu sprechen kommen. So, jetzt habe ich den Cromwell 5 natürlich gesehen und gehe auf die Jagd. Das ganze Video, also das ganze Gefecht war ein reines Jagdvideo. Ich habe richtig mich nicht irgendwo verschanzt oder so. Ich habe einfach mal die Sau rausgelassen und Jagdpanzer gespielt. So, der hat mich nicht beachtet. Das war sein Fehler. Wo die Su 85 ist, weiß ich allerdings immer noch. Ich glaube, die ist schon rausgenommen worden. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Heute hier so ein bisschen aufräumen. So fahre ich meistens mit meinem Jagdpanzer durch die Gegend. Mit dem Befehlswagen. Das macht mir so eigentlich am meisten Spaß. Jetzt gucke ich nochmal da vorne die Gegend ab. Weil der C-Cap hier eingenommen worden ist. Vermute, dass die Su 85 über diese Linie nach zum C-Cap gefahren ist. Und hat den Cap gekappt. So, da hinten habt ihr schon gesehen, ist der Cromwell 5 wieder eingestiegen. Selbstfahrlafette, die sehe ich nicht. Und wir fahren jetzt zurück zum Cap. So, wie ist raus? Der Kollege ist schon am Cappen.
Die sehe ich natürlich alle nicht. Kreuzerpanzer. Okay. Jetzt steht er wieder Selbstfallerfette. Naja. So, da hinten waren ja auch noch Shermans. Das sehen wir natürlich alles im Gefecht nicht. Ja. So, da hinten kommt der Cromwell. Wir haben gecapped und fahren weiter auf Jagd. So, und jetzt komme ich zu sprechen, was mir so in letzter Zeit aufgefallen ist. Ja, ihr wisst alle, dass mein Kanal, den gibt es schon seit jetzt gut fast über anderthalb Jahren. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass mein Kanal seit mehreren Monaten schon, die mich länger abonniert haben und meine Videos immer gucken und auch öfters auf meinem Kanal sind, werden sicherlich wissen, meine Abonnenten, die schrumpeln dahin. So ist mein Kanal wirklich abonniert und das finde ich sehr traurig, denn ich finde eigentlich, dass der Content gut ist. Ganz ehrlich, das mögen viele von sich sagen. So, der Sherman jetzt mal erstmal hier, der sieht mich auch nicht. Ich habe da hinten, den habe ich aber auch nicht gesehen. So, jetzt nehmen wir erstmal den raus. Das ist die Stelle, wo ihr meistens die Munition trifft. So, da hinten steht eine ASU, die sehe ich nicht, aber den T-34-57. Und nehme ihn auch One-Shot raus. Kill Nummer 4. Ja. Ich habe eine sehr schöne Community. Wirklich. Es macht mir immer wieder unheimlich Spaß, für diese Community Videos aufzunehmen. Und ich mag es, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt. Ich mag es, die mir durchzulesen. Und es sind auch immer recht nette Kommentare. Dafür danke ich euch auch herzlich. Mir ist aber aufgefallen, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sehe immer, wenn mich jemand abonniert. Ich sehe aber auch immer, wenn mich einer deabonniert. So. Ihr müsst euch das so vorstellen. Mein Kanal funktioniert so, mit den Abonnenten. So, zwei Leute abonnieren mich. Drei Leute deabonnieren mich. Dann abonnieren mich drei Leute und zwei Leute deabonnieren mich. Und so geht das schon seit bestimmt einem halben Jahr. Ihr wisst, ich war eine lange Zeit krank, habe nicht so viel Content geliefert und so. Alles schön und gut. Ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum das so ist. Wie gesagt, die Qualität der Videos ist gut. Ich habe mir jetzt eine 1060 GTX gekauft. Und um auch flüssigere und bessere Qualität zu liefern. Klar. Und natürlich auch, um die neuesten Spiele ein bisschen spielen zu können. Und das tue ich ja auch. So, jetzt fahre ich oben zum Gehöft. Sehe aber den M4A1 da stehen, der auf mich zieht und mich verfehlt hat. So, und das war Kill Nummer 5. Guckt euch, hört mir einfach so ein bisschen zu mit einem Ohr und mit einem Ohr, guckt, was im Gefecht passiert. Und ja, ich finde es so ein bisschen schade, ehrlich. Warum ist das so? Ich kann das nicht so nachvollziehen. Ich finde aber auch, das fehlt so ein bisschen die Unterstützung. Ein Kanal lebt auch von Unterstützung. Das ist ganz einfach. Ein Kanal lebt von Aufrufen, von den Likes, von den Abonnenten. Und man kann einen Kanal mit Werbung bekannt machen. Das ist mir auch bewusst. Aber selber diesen Schritt zu gehen, irgendwo Werbung zu machen und so, klar müsste ich das tun. Ich teile auch meine Videos auf der War Thunder Germany Seite erst seit kurzem. Ich teile die mittlerweile auch bei uns in der Facebook War Thunder Tipbox Seite. Das habe ich vorher auch nie getan. Aber ihr könnt auch teilen. Und da ist der springende Punkt. Es kostet euch ja nichts. Ein Like kostet euch nichts, ein Abo kostet euch nichts, ein Video zu teilen kostet euch auch nichts. Selbst wenn ihr schreibt, ey, guck mal hier, der Typ, voll der Spinner, ne? Wäre natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber ihr macht auf den Kanal aufmerksam. Das ist das, was ich meine. Ihr könnt somit meinen Kanal bekannter machen. Euch gefällt ja, was ihr seht. Sonst würdet ihr mir kein Abo geben, meine Videos kommentieren und liken. Ne? Da hat es den...
Was war das überhaupt? Cromwell 5 nochmal erwischt. So, Kill Nummer 6. Das wären noch ein paar mehr. Glaubt mir. Wir sind noch nicht am Ende. Die Jagd geht weiter. So, und es wäre doch schön, wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützen könntet. Ich habe mir mal so gedacht, als ich mit YouTube angefangen habe, du wirst nie 10.000 Abonnenten erreichen. Das ist total Blödsinn. Ich habe auch am Anfang immer Videos gemacht, okay, komm, jetzt haben dich 50 Leute abonniert, jetzt machst du für die 50 Leute Videos, damit die was zu gucken haben. Dann habe ich das für 100 gemacht, dann für 150, dann für 200, ja, und jetzt für 255. Mir gefällt das auch. Aber manchmal denkt man halt nach. Und man denkt sich oder überlegt, woran liegt es, woran könnte es sein. Ich zeige euch auch nicht umsonst gerade ein Simulator-Video. Ich möchte mit meinem Kanal einen neuen Weg gehen. Ich habe damals mal gesagt, ich werde immer switchen zwischen RB und SB. Da vorne ist die Su-85. Die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das wird in Zukunft anders sein. Einfach weil ich denke, ich treffe mit meinen SB-Videos, da kommt die Su-57. Der sieht mich nicht. Fährt weiter. Hab den nicht getroffen und jetzt. Er hält kurz an. Aber wusste nicht so recht, von wo der Schuss kommt. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Kill Nummer 7. Und ja, ich möchte gerne mehr SB-Content machen. Ganz einfach, weil ich denke, dass ich damit eine Lücke treffe. Es gibt zwar hier und da YouTuber, die auch SB-Videos zeigen, aber nicht in diesem Rahmen. Ich möchte einfach meinem Kanal eine Richtlinie geben. Eine Richtung. Implied macht Infos, Panzerreviews, Tutorials und hier und da mal Gameplay-Video. Aber meistens macht er diese Gefechte in Kombination mit einem Review. Er stellt euch einen Panzer vor. Stärken und Schwächen. So. Und ich möchte gerne meine Let's Plays mehr in Zukunft aus, in den Bereich SW machen. Ganz einfach. Ich hoffe, die, die jetzt noch da sind an Abonnenten, ich sag extra noch, nehmen mir das nicht übel und freuen sich einfach, dass sie Content bekommen im SW-Bereich. Und, es wird sicherlich hier und da auch nochmal ein SB-Video geben. Ein RB-Video geben. Das steht ganz außer Frage. Ich habe Clan-Kollegen, die spielen nur RB. Und wenn ich mit dem dann eine Runde fahre, kann ich ja mal einen Aufnahmeknopf drücken. Das ist gar kein Thema. Sicherlich werde ich auch noch irgendwann mal in Zukunft Lust haben, selber RB zu fahren und das aufzunehmen. Und da entsteht dann nochmal ein Video. Aber ich habe auch jetzt schon das nächste Video aufgenommen. Ein Schirmvideo. Auch im SB. Ich möchte einfach wieder an diese SB-Sparte mehr anknüpfen. Da ist der M18. Der hat mich nicht gesehen, obwohl er in meine Richtung geguckt hat. Und jetzt könnt ihr was beobachten. Ich habe einfach, also die Granate des Jagdpanzers 4 hat recht wenig TNT in der Granate. So, der dritte Schuss erst mit der TNT gefüllten Granate hat den M18 ausgeschaltet. Und ihr könnt euch noch an diesen Zusatz oder dieses Feature erinnern, was Warsunder ins Spiel reingebracht hat. Hüllenbruch. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal einen Panzer mit einer Hüllenbruch rausgenommen habe? Das war bestimmt vor einem halben Jahr auf Finnland. Ne, nicht auf Finnland, auf Osteuropa mit der Ari. Und zwar habe ich da mit der Artillerie einen eigenen M18-Panzer durch Hüllenbruch zerstört. So, wir cappen jetzt. Ihr seht schon, wir haben 9 Kills. Entschuldigung, dass ich so viel gelabert habe. Aber es sind halt Sachen, die mich bewegen. Und ich habe auch schon öfters mal nach Hilfe gefragt. Und fühle mich da so ein bisschen alleine gelassen. Natürlich tragt sich ein Kanal auch alleine. Ne? Man muss immer gucken, dass man
Werbung für sich selber macht. Das ist mir ganz klar. Ich kann aber jetzt nicht einfach hingehen und unter jedem anderen War Thunder YouTuber Video, ey, cooles Video, guck mal mein Video. So. Ich kann euch auch ganz genau sagen, warum. Ich möchte den Kanal gerne noch weiterführen. Ich habe jetzt 3 Abonnenten gekündigt. Also ich habe abonniert gehabt und habe die Abos dort beendet. Aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil der Kanal gelöscht worden ist von YouTube. Weil genau diese Leute immer in den Spam-Ordner gelandet sind, weil sie so etwas gemacht haben. Ganz einfach. Jetzt ist die F18, die sucht mich. Der nächste Schuss nimmt ihn nicht raus. Wie abgesehen, 2 Schuss. Jetzt kommt der 3. Schuss. Er brennt wieder. So. 4. Schuss. Da ist er ausgebrannt. Da hat er wohl zu lange gesucht. Und ja. Jetzt höre ich mal auf damit mit dem Thema. Ihr wisst Bescheid. Teilen. Ne? Auch wenn ihr. Ihr könnt ja kurz schreiben, ey, hier, ne, lohnt sich. Reicht. Irgendwo auf Facebook teilen, Twitter teilen. Gibt so viele Sachen, wo man ja Videos teilen kann. So, jetzt habe ich drüber geschossen. Da ist der 105er. Ein echt starker Sherman, wenn man richtig gematcht wird. So, jetzt kommt er da oben. Ich sehe ihn. Jetzt richte an. Und vernichte ihn mit einem Schuss. So, das war Kill Nummer 11. 2 Zonen eingenommen. Es tut mir leid, dass ich so viel jetzt geredet habe, was eigentlich gar nicht mit diesem Gefecht zu tun hat. Hinter mir die M18, die habe ich gesehen. Jetzt mache ich einen Fehler. Zack, habt ihr gesehen, was ich machen wollte? Ich wollte meinen Arsch wie bei Too Fast to Furious so rumsliden lassen, meine Kanone ausrichten und den One-Shotten. Tja, hat leider nur mein Kopf so geklappt, aber nicht im Gefecht. Macht nichts, wir haben einen zweiten Einstieg. Spawn jetzt. Schauplatz momentan unbekannt. Ich kann mal ein bisschen vorspulen, aber da bin ich schon. Ah, wartet mal. Ich muss auf. Geht ruhig klicken. So. Wir sind ja gerade erst gespawnt. Ihr seht, ich habe mir hier unten den linken Spawn ausgesucht, weil der M18 hier vorne ist. So, ich weiß jetzt, da ist ein M18 und der fährt jetzt auf den B-Cap drauf. Ihr seht, das ist der letzte Spieler im Spiel. Aber achtet mal oben auf den, auf die Balken von den Gegnern und von uns. So, da passiert jetzt etwas, was sehr schade ist. So, wir haben noch 2 Fahrzeuge im Spiel. Also einmal ein Flugzeug und mich. Der Rest ist ausgeschaltet. Und der Gegner halt an M18. Der M18 ist da vorne. Und fährt jetzt auf den Cap drauf. Und ich weiß jetzt, ah, der ist auf dem Cap und capped. Ein Fehler, den der M18-Fahrer gemacht hat. Denn er hat gesehen, mein Panzer ist geplatzt. Ich komme wieder. So, jetzt probiere ich mich anzupirschen. Pirschen. Ja, deutsche Sprache ist immer so eine Sache, ne? Eine der schwersten Sprachen der Welt. So, jetzt habe ich die Vermutung, weil da der Cap ist, fahre ein bisschen außen rum. Da oben bin ich besser gedeckt. Jetzt kommt der M18 da, hat mich nicht gesehen. Ihr seht, Kampf erprobt. Ah, Mist. Tut mir leid, schwanchen die Spieleransicht. So, zack. Aber ihr seht, ne, der erste Schuss hat ihn nicht getroffen. Oder ist gebounced. Der zweite Schuss hat ihn nur die Kitte gezogen. Jetzt brauche ich wieder so viele Schuss. Jetzt habe ich ihn aber kampfunfähig geschossen. Und jetzt macht er einen anderen Fehler und zeigt mir seine Seite. Wieso, weshalb, warum? Ich glaube, weil er einfach wollte, dass ich ihn zerstöre. So, jetzt ist aber folgendes Problem. Unser Timer läuft noch, obwohl ich den letzten Panzer rausgenommen habe.
Jetzt steht hier unten, der Gegner hat alle Fahrzeuge verloren. Jetzt läuft der Timer von denen und unser Timer. Und was passiert? Unser Timer ist weg. Und wir haben die Schlacht leider verloren, obwohl alle gegnerischen Fahrzeuge vernichtet wurden. Sehr, sehr schade. Aber macht nichts. Wir sind... Es war doch eine recht sehr spannende Runde. Und ja. Ich glaube, jetzt kommt noch das Ergebnis. Ne, können wir nicht sehen. Wir sehen können, 12 Panzer rausgenommen. 2 Caps eingenommen. Eine sehr, sehr gute Runde mit dem Jagdpanzer 4. Entschuldigt bitte, dass ich so viel rumgesabbelt habe. Aber, ach, nein. Entschuldigt bitte, wie gesagt, dass ich so viel rumgesabbelt habe. Da sind wir wieder mit dem Jagdpanzer 4 in der Garage und ihr müsst einfach entschuldigen, dass ich so viel gesabbelt habe in dem Video. Es ist halt eine Sache, die mich beschäftigt und ja, auch eigentlich schon traurig macht. Es ist schon so weit gegangen, dass ich mir gedacht habe, hör einfach auf mit YouTube, das hat gar keinen Sinn. Aber ich habe dann mir immer so gedacht, so, nee, lass, komm, sind 255 Abonnenten, die ja, dich abonniert haben, die deine Videos gucken. Nicht jeder von den Abonnenten guckt meine Videos, das ist mir auch bewusst. Das ist auch so ein Thema, was in letzter Zeit ja, mir so aufgefallen ist. Über die Hälfte meiner Abonnenten guckt gar nicht meine Videos. Oder sie gucken sie abwechselnd, weil die Aufrufe erreichen ja, so 120 Aufrufe um den Dreh. Mein meistgegucktes Video ist ein Bombervideo. Hallo, ich mache meistens Ground Forces Videos und ja, das nächstgeklickte ist ein Leopard 1 Video und halt sein Gegenpart, das Video mit dem Panzer 470. Auch ein sehr schönes Video im Simulator, wie ich finde, und auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid jetzt nicht so abgefuckt und abgenervt von meiner Rumgelabere. Es sind halt Sachen, ne, die mich so wirklich bewegen. Wenn man dann schon nachdenkt, seinen Kanal aufzugeben, dann ist das schon echt eine Sache, die einen ja, zum Nachdenken gebracht hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Video, was es garantiert geben wird. Bis dahin.